Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Everspace 2. Ich habe gerade noch mal versucht, wie in der letzten Folge dieses Rennen zu schaffen. Ne? Ich komme nicht unter diese 25 Sekunden. Meine beste Zeit war 25,3. Und weil es einfach schade ist, weil diese Mission, die bringen Erfahrung, die hier, gerade die, bringt Erfahrung ohne Ende. Ne? Also das ist die 10.000 Erfahrungen, die können wir momentan echt gut brauchen. Ne? Gut, solange wir nicht vorankommen, würde ich sagen, machen wir mal ein paar Missionen für Kato. Muss ich mir selber gucken. Maustaste und Space, dann können wir runter. Das ist die Rennstrecke. Naja, 24,4 hatte ich nicht 3. So, wir machen aber ein bisschen was Gefahrgut. Oh, diese Gefahrgut-Quests, die sind... Also ich finde sie langweilig. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde sie nicht so pralle. Aber sie bringen Erfahrung und deswegen machen wir sie mit. Wir müssen sie ja machen. Um dann mal langsam ein bisschen voranzukommen. Damit wir auch dann die Hauptquest eigentlich weitermachen können, dass wir dann mal langsam Richtung Ende kommen. Ich mal irgendwas gucken, bevor ich. Wie länger her, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Repariert die Schiffshülle, genau. So war das. Das war die Schiffshülle, die repariert wird. Kann ich dich hinsetzen? So, dann mal gucken. Gefahrguttransport ist ja dieses, glaube ich, mit, wo wir aufpassen müssen. Da wären wir. Ich habe die Container für dich markiert. Aber es war ja diese empfindliche Ware, war das, glaube ich, ne? Na dann los. Behalte die Explosionsgefahr im Auge, Hive. Ah, es sind dann da hinten natürlich diese. Geschafft. Ich freue mich schon, das Zeug loszuwerden. Noch dahin ganz. Das war natürlich doof jetzt, ne? Ja, Mist. Lass mich in Ruhe, geht weg. Die lassen mich jetzt in Ruhe. So, bitteschön. Hab den Job in einem. Finde ich gut. So, hier haben wir das gleiche nochmal in Grün. Hallo, Marianne? Ich höre, Mr. Roslin. Ich hab diesen. Marianne, wir haben den Job erledigt. So. Ab zum nächsten Gefahrguttransport. Ja, Notsignal. Hier ist wahrscheinlich wieder das gleiche in Grün. Drei Dinger sammeln und dann abgeben. Ah, Sie haben die Zielkoordinaten erreicht. Sehen Sie die markierten Container? Ja. Ja, danke. Ich rate dringlichst davon ab, in nächster Zeit deine Waffen abzufeuern. Habe ich die anderen jetzt nicht eingesammelt, bin ich so schnell abgehauen? Ne,
Er kommt aber langsam hinterher, da hinten kommt er. Alles klar, wir sind noch in einem Steck. Ich habe die Frachtdrohne für dich markiert. Erledigt. Verschwinden wir von hier. Marianne, der Auftrag ist abgeschlossen. Bam, so geht das. Ohne groß Tamtam. So, bremst mal kurz. Wir haben noch einen. Das ist auch Gefahrgut. Die verlorene Fracht. Da oben ist nochmal Gefahrgut. Ja gut, der fliegt jetzt da mal eben hin. Aber so Erfahrung oder so ist nicht viel drin, oder was? Mission? Ne, es gibt nur Credits. Ja, ist auch Quark, ne? Ja gut, die bringt 2500 Erfahrung, aber das ist ja lächerlich. Was war da noch für eine Mission? Der Parasit, ja. Wir machen mal eben die beiden Aufträge da jetzt noch zu Ende und dann gucken wir mal nach den Parasiten. Verloren gegangen. So, bei welchen denn? Was, bei denen da unten oder was? Also, wie wendig dieses Schiff ist, ne? Das neue, das ist unnormal. Ja, wie kommen wir jetzt da ran, sag mal? Ich such doch schon. Dunkle Materie. Entschuldigung. Da muss ich mal eben ganz kurz. Jawohl, endlich. Können wir jetzt endlich. Wie funktioniert das denn jetzt? Überschüssige Fracht? Wenn ich etwas im Inventar habe, kann ich das so losschicken. Einlagern. Oh, ist das schön. Ist das geil. So. Ist die Quest fertig? Ne, ich finde den gestohlenen Container. Okay. Aber ich habe doch schon was eingesammelt, oder bin ich? Muss ich jetzt hier rumsuchen oder was geht hier ab? Weiß wohl keiner, ne, was hier abgeht. Da ist noch ein Energiekern, zieh den mal ran. Heilstation, das sind ja alles die Missionen. Wo sind denn die? Ja, nochmal, was suche ich denn? Ich suche doch die gestohlene. Oder muss ich springen? Hä, wieso hat sich das denn geändert? Gefahrgut? Rückholung. Okay, kein Kommentar. Dann, springen. Schnell, bevor wir. So, jetzt weg. Bevor wir doch die ganze Zeit angeschossen werden. Aber, hä? War doch hier oder nicht? Gefahrgut. Rückholung. Naja, gut, gib mal Gas. Ah ja, mal rüber da.
Haben wir eigentlich noch andere Nanobots? Nö. Können wir uns eigentlich welche herstellen? Nanobots. Yo, bauen wir welche bitte. So, 3 von 3. So, das könnte ich ja theoretisch einlagern. Das mache ich jetzt aber nicht, weil wir vermutlich eh demnächst irgendwann wieder in ein anderes Gebiet fliegen müssen und dann können wir sie gleich auf dem Dampfer lassen bei uns und dann können wir sie nächstes Mal verkaufen. So. Ein weiterer fragwürdiger Auftrag. Bitte deaktiviere deinen Nörgelmodus. Den Nörgelmodus? Ich muss das clever angehen und nicht in Kämpfe geraten, während ich dieses Zeug transportiere. Ja, also ich meine, ich bin ja schon schnell. Also was soll ich denn machen? Hätte ich Nerven, die man aufschreiben kann, wären sie jetzt aufgerieben. Ist das so, ja? Also ich darf ja nicht mal schießen, sehe ich gerade. Okay. Na gut, dann. Langsam wieder raus hier, sofern ich den Ausgang finde. Da, okay. So, das hat sich beruhigt. Wo ist denn... Was soll der Scheiß? Was soll welcher Scheiß? So, lieber Frachter, dann komm mal schnell her. Ja, Auftrag erledigt. Direkt die nächsten an. Ein weiterer Auftrag erledigt. Dieser Auftrag ist abgeschlossen. Überweisung getätigt. Besten Dank, Mr. Roslin. Jetzt aber schnell weg. Und tschüss. Wo die Dinger wieder erwischen. Und Autopilot an. Ich meine, jetzt haben wir für den Kato-Clan aber bald genug Aufgaben gemacht, ne? Ich habe alle potenziellen Ziele für dich markiert. Sammle die Container auf, haben wir gemacht. Bringe den Container nach Kato Palace. Alles klar. So, dann. Sollten wir denn da auch die Mission fertig haben? Und dann können wir gleich die andere Mission auch mit abgeben und dann haben wir nämlich zwei Missionen fertig. Beziehungsweise einen Job fertig und eine Mission, die Nebenmission. Und dann mal gucken, ob Mr. Kato was zu sagen hat oder ob uns der Daryl wieder... Naja. Voll labert.
Wie der Raumschiff rumeiern, ne? Als wenn da irgendein Betrunkener dran ist. So, dann wollen wir kurz bei Cartoon Palace anlegen. Und gucken, ob Daryl wieder da ist. Na, wen haben wir natürlich denn da? Wir sollten dir einen VIP-Pass oder eine Vielfliegerkarte besorgen, so oft wie du kommst. Hi Daryl, ja, da bin ich wieder. Manchmal weiß ich auch nicht, warum. Dein Timing könnte nicht besser sein. Ich will ehrlich zu dir sein. Diese Sache mit den Zugangscodes und der Sarkov-Datenbank, an der Clockwork und ich arbeiten, ist Teil eines größeren Plans. Ach, wirklich? Ja, und jetzt kommen wir zur nächsten Stufe. Okay, ich bin ganz Ohr. Wir haben die Transportinformationen der Sarkov-Grenzkontrolle genau gecheckt und ein paar wirklich interessante Flugpläne gefunden. Darunter eine Lieferung, die, sagen wir mal, saftige Beute verspricht. Okay. Saftige Beute. Saftige Beute. Die sind so doof, die beiden. Es geht um Obst. Hey, schlaues Kerlchen. Mehr als nur ein hässliches Gesicht. Und du willst es klauen. Was, wenn jemand es vermisst? Obst ist im Weltraum eine seltene Ware. Wir treffen damit nur schlechte Menschen. Hältst du dich für ein Unschuldslamm? Ich? Nee. Unsere Organisation ist etwas zwielichtig, aber die Leute, die ich meine, die sind ganz fiese Typen. Und lass mich raten. Einfach rein und wieder raus. Genau, rein und raus, wie immer. Was wie immer nicht funktionieren wird. Hör zu, Daryl, ich mach gern bei deinem Plan mit, wenn du mir reinen Wein einschenkst. Also raus mit der Sprache. Worum geht's? Willst du Clockwork beeindrucken? Sie scheint was für dich übrig zu haben. Hä, was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Also, bist du dabei oder bist du dabei? Ich schau's mir an. Und ich werde der Sache auf den Grund gehen. Okay. Schön, dass wir die Mission ablegen können oder nicht ablegen können. So, ist die jetzt vorbei, die Quest eigentlich? Man weiß es nicht. So, Expresszustellung. Dieses Mal soll ich einen Frachter entern. Es geht um eine Ladung. Wieder nur 2.500 Erfahrungen, ne? Das ist unnormal. 4.000... Okay, duck mal ab. Okay, wir zwei. Schon wieder. Ich leite diese Operation. Jo. Alles klar. Ich wette, du hättest lieber Daryl dabei. Was weißt du denn schon? Halt die Klappe und die Koordinaten. Wie die kleinen Kinder, jetzt ehrlich. Sehe ich es. Sie und Daryl sind das perfekte Paar. Nicht wahr? Ja, das sind nur die beiden wahrscheinlich nicht, wie mir scheint. Ich weiß gar nicht, wann. Ich weiß nicht mal, was Max-Level ist bei dem Spiel. 30? Moment, können wir nicht einfach. Upgrades.
Ja, Level 30 gibt es das letzte, deswegen, ja gut, Level 30 vielleicht sogar echt Ende. Aber ich glaube, da kommst du auch wirklich nur hin, wenn du wirklich alles machst. Da müsste mal langsam Zeit sein für irgendwelche epischen Sachen, ne? Abidan 2. So, ein Freelancer-Frachter. Mal gucken. Hey Clockwork, ich nehme an, wir nehmen diesen automatischen Frachter aus. Diesmal erledige ich den Job. Du hältst Wache. Alles klar. Wie heißt du eigentlich wirklich? Rumpelstilzchen. Was geht dich das an? Ich mache nur Smalltalk. Wenn dieser Einöde kann uns doch eh niemand hören. Da kommst du jetzt, Clockwork, oder was ist da los? Huch, sorry. Hab am Frachter angedockt. Jetzt muss ich die Codes knacken. Ups, ich hab grad den Alarm ausgelöst. Du hast was? Was hast du denn erwartet? Ich kapere hier gerade einen Frachter. Mehrere Jäger im Anflug. Du hast die falsche Fracht gewählt und jetzt wirst du sterben. Ich schätze, ich soll mich um diese Typen kümmern. Hallo, 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 hallo. Krass, wie schade wir gerade kriegen, ey. Boah, die Waffen sind einfach nicht mehr gemacht für diese, Mit Jammern geht's auch nicht schneller. Langsam? Denk ja nicht dran, diesen Frachter ohne mich zu verlassen, Kumpel. Im Traum nicht, aber wenn das so weitergeht, kommt hier keiner von uns lebend raus. Verdammt, das war knapp. Etwas zu knapp, aber mit der Beute sollte ich eine ganze Weile ausgesorgt haben. Ganz ehrlich, ich kann nicht glauben, dass die Typen wirklich so einen Aufstand wegen Banamangos gemacht haben. Die Fracht kann dir völlig egal sein. Du wirst für deine Arbeit bezahlt. Trotzdem habe ich Fragen. Ich habe gehört, dass die Servicebots auf Prescott für den richtigen Preis ein offenes Ohr haben. Man sieht sich, Cowboy. Was für eine Alte, ey. So, das sammeln wir noch alles eben schnell ein. So, die Mission ist fertig oder was los? Ja, so Express-Zustellung. Was haben wir denn noch? Das war die Level 13-Quest, ey. Wir haben ganz schön, naja, gefressen quasi. So, Parasit ist das hier. Ne, ist ein Speedway. Wo ist ein Parasit? Ich sprich mit Pango. Pango war doch hier unten, ne? Jo, also, ab dafür. Auf dem Heimweg runter sind wir ja schon, also von daher können wir auch den Rest mal eben runterjagen. Da war es halb, wir sind ja fast ganz unten sogar schon. So, das war dieses unsichtbare Schiff, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Eine Anlegestelle im Nichts.
Da ist es. Pango. So, dann dock mal an. Oh, Alan. Was für eine nette Überraschung. Ist es das? Also, eine Überraschung? Okay, erwischt. Ist es nicht. Meine Radarsysteme haben dich ein paar Mal zwischen dem Schmugglertor nach Sarkov und diesem Ort hier erkannt. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich zu dieser Ehre komme. Ich brauche etwas, um meine KI besser vor Störfrequenzen zu schützen. Du hast eine Hive-Einheit, wenn ich mich nicht irre. Die gelten eigentlich als ziemlich robust. Über welche Art von Störung reden wir? Kein Plan. Wir sind drauf gestoßen, als wir das Wrack eines Großkampfschiffs in Sarkov untersucht haben. Kann ich mal deine automatischen Aufzeichnungen sehen? Hive, wäre das sicher? Natürlich nicht. Ich weiß allerdings nicht, warum er um Erlaubnis bittet, wenn er doch unsere gesamten Aufzeichnungen bereits heruntergeladen hat, direkt nachdem wir angedockt hatten. War ja klar. Diese Werte sind wirklich spannend. Zum Glück habe ich genau das, was du brauchst. Installiere einfach dieses Modul. Geht aufs Haus. Und zur Feier unserer neuen Freundschaft habe ich sogar sämtliche Spyware und Schadsoftware entfernt. Nur für dich. Das kann ich bestätigen. Ich habe eine Reihe von Tests durchgeführt und finde keinen bösartigen Code im Modul. Wo ist der Haken? Nun, solltest du je wieder zu diesem Bereich fliegen, wäre es nett, wenn du weitere Daten für mich sammelst. Wie hieß dieses Großkampfschiff nochmal? Keine Ahnung. Ein Wrack wie jedes andere. Verstehe. Jedenfalls viel Spaß mit meinem Modul. Ich freue mich auf deine Rückkehr. Der Magger ist doch echt komisch. So, wir sind hier. Reparieren mal bitte. Ne, Schnellreparatur und Munition schnell auffüllen. Klick mal ab. So, dann jagen wir nochmal ganz kurz da hoch. Gar nicht wahr, nicht da hoch, sondern darüber war das, ne? Ja, war das der Parasit? Jo, das war der Parasit. Also, das Ding markiert. Zack. Obwohl, erstmal das Ding markiert, weil da ist das Sprungtor. Ja, ja, ich springe nicht schon durch das Schiff. They are listening, also sie hören zu, geil, ey. Der ist echt paranoid, der Kerl. Adam, wie hieß das Kampfschiff nochmal? Ja, Gerd. Danke, Adam. Bitte. So, hier gibt es auch einen Händler. Wollen wir da nochmal kurz andocken? Einmal gucken wegen Ware. Einmal rüber zur Schmugglerbasis. Das Schiff ist echt so schnell und wendig. Wahnsinn. So, jetzt haben wir her. Was haben wir denn Schönes hier? Ja, wie gut, dass ich schon so viel Kleinwaffen im Inventar habe, ne? Moment mal eben. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Verkaufen, jawohl. Verkaufen, jawohl. Ist das gleiche, nur mit Präzision anstatt Hüllenstärke. Nee, ich will Hüllenstärke behalten. Das ist schlechter. Die kannst du verkaufen. So. Was ist das eigentlich? Die aktiviert die Feinde. Nee. Ja, weg, weg damit. Weg. So. Jetzt ist die Frage. Es ist keine Frage, wir kaufen alles. So. Ihr bleibt aber mit an Bord. So, Upgrades. Was können wir denn noch fertig machen? Was hast du? Energiekugeln. Ich glaube, ich habe schon mal eine Kugel gesehen. Geschweige denn darauf geachtet, wie die aussehen. So, was fehlt da denn schon wieder? Energiezelle. Kann ich die craften? Energiezelle. Herstellen. Energiezelle.
Ja, einmal. Wow. Oh, klasse. Ach, wäre auch zu schön gewesen. Ne? Der ist mit seiner Lagergröße. Ne? Der nervt mich auch ab. So, pass mal auf. Wir machen Folgendes. Ich lock ab. So. Beende jetzt die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier genau wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich für beides riesig freuen. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dahin.